Gott. So, ich hatte halt schon mal geerntet. Ich habe ja hier unten geerntet und die nochmal eingepflanzt, weil das braucht ja immer ein bisschen. Und was wir auch noch gemacht haben, ist da hinten die Setzlinge nochmal eingepflanzt. Was passiert ist, ich habe es mir noch nicht ganz anschauen wollen. Wir lassen mal kurz laden. Den Wald da hinten. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich habe Essen jetzt auch schon hier eingespanüselt. Es werden wahrscheinlich ein paar hergenommen. Wir haben hier noch Weizenseeds. Wir haben ein bisschen hier Döns. Das hier Döns. Ein paar Äpfel. Die Äpfel würde ich gerne noch später einpflanzen. Den brauchen wir nicht. Und die Weizenkörner. Körnchen schmeiße ich mal da rein jetzt. Wobei ich die Weizenkörner auch mit nach oben nehmen könnte. Oben ist noch Eisen. Ja, die Weizenkörner nehmen wir gleich mal mit, weil das macht ja sonst keinen Sinn. Ah, und ich wollte was essen. Aus dem Kürbis. Hat keiner gesehen? Hat keiner gesehen? Aus dem Zeug machen wir dann was Leckeres. Wir haben extrem viel Weizen. Ich würde mal dick ein paar Brote machen und die oben reinwerfen. Immer aus drei, ne? Jo. Immer auch drei. So. Und die kommen gleich oben rein. Das Weizen kann wieder hier hin. Also Brot und Toastbrot. Ah, wir können die Presse machen. Wir können die Presse machen. Die Presse wäre jetzt eigentlich ganz dufte tatsächlich. Dann können wir nämlich Soja machen. Ich habe hier nichts zum Burnen. Das kommt hier rein, das kommt da rein, das kommt da rein. Ich glaube, ein paar Brote, die zwei esse ich jetzt. Weil ich so oder so Hunger habe. So. Den Rest der Brote mache ich gleich. Genau. Dort Eisen könnten wir eigentlich oben reinhelfen. Was brauchen wir denn eigentlich für diese Presse? Presse, 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 Presse. Nee. Ah doch, da. Presse. Wir brauchen. Ah, sehr gut. Bronzebar. Das ist genau das gleiche. Wir können doch Bronzebarren nehmen. Dann sparen wir uns etwas. Oder Stahlbarren. Ich würde tatsächlich Bronzebarren nehmen, weil wir hier eh noch. Ja, machen wir. Und ich brauche Kobbel. Kobbel, Kobbel, Kobbel. Kobbel, 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 Kobbel. Da haben wir eh genug. Ich nehme noch ein paar. Was brauchen wir denn nochmal für den Kolben? Dann stellen wir gleich mal ein paar her. Redstone, habe ich richtig gedacht. Und Holz. Wood. Und dann machen wir schnell ein paar. Zack. 8 Stück. Hoffe, das reicht. Wenn nicht, nehme ich hier nochmal ein bisschen was mit. Einmal nur zum Fertigmachen. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Bronze, Bronze machen. Wir brauchen Bronze. Bronzebarren. Und wir haben so viel Bronze. Da könnten wir mit. Ey, ich will unten bleiben. Könnten wir das ganze Leben zugleistern. Ich trinke mal einen Schluck heute. Ich habe ein bisschen Durst. Ach ja. So, ich mache noch mal ein Bron, wobei im 16 Stück. Vielleicht reicht das ja schon. Vielleicht reicht das ja schon. Ich würde die auch gerne auch mit Trichtern dann automatisieren. Ich mich daran gewöhnen, dass wir das verändert haben. Hier und pressen und gib ihm. 3 Stück hätten wir. Das ist schon mal recht gut. Ja, nee. Nee. Ich würde das tatsächlich unten machen. Aus dem Grund, dass. Alle 3 habe ich nicht liegen lassen. Aus dem Grund, dass hier die Decken höher sind, glaube ich. Weil ich müsste das hier hin. Dann kommt der Trichter. Und dann kommt noch ein Trichter. Ich glaube, so war das. Trichter. Für was brauchen wir denn für einen Trichter? Trichter.
Ton. Ton können wir ohne Probleme herstellen. Da könnten wir ein paar machen. Und wir bräuchten wieder Eisen. Nein. Eins. Und das hier. Machen wir mal erstmal die Truhen. 5 Stück. Ich hoffe, das reicht. Ah ja, genau. Und dann kann ich jetzt die Trichter machen. 1, 2, 3. Machen wir erstmal 3. Ich denke, das sollte dicke reichen. 1, 2, 3. Und hier oben brauchen wir eine Truhe. So. Und jetzt pressen wir unser Zeug hier aus. Ich habe keine Ahnung, ob das alles so funktioniert, wie ich möchte. Soja. Nein, Soja ist da. Ich schmeiß erstmal Soja rein. Presse braucht zum Glück nichts, was Elektronik angeht. Hallo? 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 Heißt das jetzt, ich muss hier eine Treppe machen, oder was? Hallo? Ach. Bin so ein Intelligentikus. Naja, gut. Dann lassen wir das so da. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Puh. Und Ed presst durch. Hier haben wir dann, ne? Hier presst durch. Ah, Moment. Hier bleibt nichts hängen. Hier bleibt fester Tofu hängen. Und die Milch. Genau, die Milch müssen wir rausfiltern. Ah, nee, Moment. Halt, stopp. Es reicht schon, wenn wir das hier machen. Weil fester Tofu hier rauskommt. Was brauchen wir jetzt für den Burger nochmal? Für den Burger. Festen Tofu einfach nur. Und für Cheese brauchen wir Salz und Soja. Und den Topf. Den Topf können wir machen. Den Topf können wir auch machen. Oh, so ein paar Sticks habe ich. Töpfchen. Ein Töpfchen reicht. Ab aufs Töpfchen. Was brauchen wir denn hierfür? Ah, hier brauchen wir die Pfanne für. Die Pfanne machen wir auch nochmal. Die Pfanne. So. Ich hoffe, das reicht. Okay. Die schmeiße ich hier rein. Die eine Presse auch. Die Kolben finde ich noch ein Plätzchen. Irgendwo hier. Und den Kürbis wollte ich weghauen und die Samen oben reinrollen. Wenn das hier munter durchpressiert, kann ich das so machen. Nee. Das kommt alles hier rein. Eins, zwei, drei. Das Brot brauche ich noch. Hier mache ich schon das erste Brot. Das erste Brot. Was dann für die Burger? So. Ah, hier ist wieder was nachgewachsen. Ja, der Wald. Was soll ich sagen? Der Wald ist eine Monstrosität geworden. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen Ich würde sehr gerne diesen Wald da hinten ein bisschen kürzen. Habe Angst davor, weil ja, kürzen halt, ne? Mach das mal. So, das Brot könnten wir gebrauchen. Ich schmeiße nur Gurken und die Beeren rein. Und gehe mal nach unten und gucke, wie weit unser fester Tofu ist. Das war mal nice to know. Und wir können hier gleich sogar Milch machen. Also Käse machen. Wir brauchen nur Salz. Salza. Ja, so ein bisschen haben wir ja. Moment. Ich lage eines ein. Passt. Passt, Dicke. So, die Pfanne und das hier. Schwupp. Jetzt Käse.
Und. wo ist das Salz da? Okay. Okay. Das haben wir. Dann fester Tofu, die Pfanne und das da. So. Ah. Fester Tofu nochmal neu. Gott. Das wird aber viel. Kein festen Tofu mehr. Aber dafür. Das hier. Zack. Ein paar Cheeseburger. Vielleicht automatisieren wir das irgendwann, weil das Rumgeklicke hier, das ist ja echt ein Krampf. Gesunde Mahlzeit. Okay. Ich sag gar nichts mehr. Das nein, das nein. Dann haben wir die hier. Wenn man ein bisschen toast. Ich glaube, den Toast essen wir jetzt sogar auf. Auch wenn ich den eigentlich lieber zum Cheeseburger oder zum Burger zumindest Burger machen würde. Burger halt. Ah, jetzt brauche ich natürlich noch eine Pfanne. So, Pfanne rein. Toast rein. Das rein. Okay. Schieben wir die Pfanne wieder rein. Und den festen Tofu nehmen wir als Ingredienzien mal hier rüber. Und essen den Kollegen hier auf. Zack. Ey. Zack. Einfach mal richtig satt geworden. Ach ja. Jetzt nie wieder Essensprobleme hoffentlich, wenn wir auf langen Touren sind. Das Einzige, was ich bräuchte, sind halt die Rucksäcke. Das ist so das, was mich gerade am meisten mit unternervt. Ja. Hier pressiert das schön durch. Das ist gut. Wir bräuchten vielleicht irgendwann mal noch Salz. Jetzt weiß ich, dass ich Salz brauche. Aber sei es drum. Hier draußen wächst der Spaß. So. Ich nehme eine Axt. Das da vorne gefällt mir ganz und gar nicht. Es ist einfach nur arschdunkel gerade. Ich weiß nicht, was ich da gepflanzt habe. Ich habe immer gesagt, pflanzt das mal. Mal schauen, was bei rumkommt. Jetzt haben wir hier so einen Salix-Baum. Und ich weiß gar nicht, wo der stammt und fängt. Ach, da. So. Und weil der so schön breit ist, wachsen hier gleich gefühlt, Moment, gefühlte 100 Ästchen, Bäume hier. Geh mal zurück, es ist viel zu dunkel gerade. Wir lassen den jetzt mal zerfallen, mal schauen, was passiert. Den Rest an Bäumen würde ich erstmal so lassen, für den Fall, dass wir vielleicht irgendwann mal Holz brauchen. Salix-Holz haben wir jetzt. Ah, Moment, ich kann ja jetzt hier runter. So, True Legend, dann tut's mir leid. Dann ist das so. Ne, das sind Kultistensetzlinge. Das kommt da rein. Und kurzen Moment. So. Wir entledigen uns nervigen Menschen. Ja. Für Fäkalhumor habe ich hier leider keine Zeit. Geh lieber woanders spielen, aber nicht hier. Kiddo. Was haben wir denn noch? Paprika haben wir jetzt auch noch bekommen. Das können wir auch wieder wegräumen. Und dann gucken wir mal weiter. Ah, ich hätte jetzt eigentlich die Blätter entfernen können. War natürlich nicht gemacht. Das war jetzt nicht so schlau. So. Dann gehe ich doch nochmal die Blätter entfernen. Weil sonst, ja, haben wir hier echt Probleme mit den Bäumen. Zack. Einmal, zweimal. Zum Glück wächst er nicht so hoch. Wundervoll entfernen. Trotzdem nervig, wenn der hier überall wächst.
Der ist A zu groß und B irgendwie gefällt der Baum mir an sich nicht. Weg damit. Und weg. Und weg. Nehmen wir noch ein bisschen Salix-Holz. Sorry, es ist arschdunkel, das wollte ich nicht. Hier ist noch ein bisschen. Na, jetzt wird es langsam heller. Welch ein Glück. Es war eben echt dunkel. Ist noch Salix-Holz. Und es fallen noch immer Saplings herunter. Das ist nicht gut, sonst haben wir gleich 20 Salix-Bäume hier oben. Das ist nicht mein Ziel. Gott, es ist. Oh Gott, dieser Baum ist so schrecklich gewachsen. Ah, da unten liegen auch noch Sitzlinge, aber die können zum Glück nicht wachsen. Will die größtenteils hier aufsammeln. Ist noch was. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell alles aufsammeln, sonst habe ich echt ein Problem. Das sind hier normale Beeren. Gehe ich mal von aus. Hier ist noch ein Salux. Haben wir noch was? Nee. Sieht nicht so danach aus. Na, geh weg. Du auch. Du auch. Zum Glück ist da oben nur unser Wunderbaum. Davon haben wir mehrere jetzt mittlerweile. Wenn wir die, wie gesagt, platt machen, dann haben wir gleich ein dickes Problem, aber echt ein dickes Ei gelegt. Das ist nicht mein Ziel. Weil, wenn wir so ein dickes Ei legen, heißt das für uns nichts anderes, als dass wir ein bisschen zu viel Holz wieder bekommen. Komme ich jetzt mit Holz hoch? Ist jetzt auch egal. Haben wir denn noch hier noch ein bisschen was? Da haben wir noch was. Ich hoffe, wir kriegen danach nicht nur eben ein bisschen Salix-Holz, wie jetzt hier abgemacht, sondern ich hoffe, wir kriegen hier keinen neuen Baum. Weil wenn dieser Baum wieder wächst, ärgere ich mich erstmal tief zugrunde, weil der ist wirklich extrem hässlich. Oh, es ist sehr dunkel hier in diesem dunklen Wald. Und B, der ist echt blöd zum Abbauen, habe ich gerade gemerkt. Es sollte eigentlich jetzt geklärt sein. Hier ist noch was. Oh! Oh, hier ist noch was abgefallen. Und jetzt, was haben wir hier noch? Nichts. Oh. Noch was? Ich will jetzt keine Wundertüte hier bekommen. Es ist. Ja. Dann warten wir mal kurz ab. Spring mal hier runter und hol mir den Rest. Oder springe nicht runter, sondern laufe herunter, sonst bin ich mir gleich weg. Also tot. Weg tot. Ach, das ist dieser Kultistenbaum. Sehr schick, sehr schick. I like. Es ist zwar jetzt nicht der hübscheste Baum, aber es ist ein Baum. Aha. Nee, nee, nee. Und wir gehen hoch. Gibt's hier Marmor? Was ist denn? Was ist Marmor? Was ist Marmor? Ich brauche diesen Marmor hier. Oh Gott. Sorry. Ich wollte ja, nee, das ist gerade. Ich wollte ja unbedingt unseren Keller ausbauen mit Marmor. Aber wir haben nicht genug. Ärgerlicherweise. Und ich wollte eigentlich schon mal hier gucken, ob wir noch Marmor haben. So. Deswegen nehmen wir alles einfach mal mit. Haben wir hier wieder? Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Da haben wir aber wieder. Marmor ist eine gute Sache. Es ist halt echt schwierig, zumindest an unserem Standort, relativ gut Marmor zu bekommen. Ich hatte das schwere Glück erstmal in der Höhle zu haben, wo ich gebaut habe. Aber danach fehlte es an Marmor und das massiv.
Aber ich muss ja auch ganze 2 Etagen mit Marmor auskleiden, also von daher beschwere ich mich mal nicht. Was haben wir denn hier? Andesit. Kreide, Kreide, Kreide. Okay. Da ist auch noch Kreide. Kreide brauchen wir nicht, auch wenn es ähnlich aussieht, aber ich will ja nicht an die Tafel malen. Sondern ich will das hier so ein paar Sachen auskleiden. So. Hoffe, ich falle jetzt hier nirgendwo durch. Das wäre echt ärgerlich. 1, 2, ja, noch ein bisschen. Ja, doch. So ein bisschen kommen wir dann doch noch. Also, passt doch. Zum Glück wächst Marmor nicht wie. Okay, es wächst wie bekloppt. Ich. Ups, falsch. Ah. Ich wollte gerade sagen, ja, zum Glück wächst Marmor nicht wie bekloppt irgendwo in der Gegend rum. Ja. Okay. Ah, und Kohle gleich noch mit. Kohle ist ja eines der Grundnahrungsmittel in diesem Spiel, habe ich gemerkt. Und wir brauchen es ja noch für, wie heißt das? Farbe, schwarze Farbe. Die Bücher. Die Bücher wären auch ganz sinnvoll, um dann neue Welten zu erklimmen. Vielleicht finden wir dann sogar gut Enderperlen oder vielleicht was anderes. Oder wir finden einen Enderstrom, den wir ableiten können. Dafür bräuchten wir aber auch eine Pumpe. Ah, Kupfererz brauche ich für Leitungen, also für Strom. Das war noch gut. Ich baue mich mal hier hoch. Na, hoch. Und Salz. Wenn wir Salz finden, wäre das eigentlich ganz dufte. Jetzt haben wir hier noch was gefunden. Hier fällt mir. Und wir haben auch noch Salz gefunden. Salz brauchen wir gerade für die Burger, weil. We need something to eat. Oh, Kupfer. Es ist gerade ein großes Glück, dass wir so viel finden. An allem Zeug, was wir benötigen. Oh, habe ich keinen Platz mehr? Was wegwerfen? Was werfen wir weg? Diorit, Andesit. Rhyolith könnten wir noch verfeinern. Also zu Bruchstein machen und dann nochmal verdampfen quasi. Nochmal kleiner stampfen. Ja, das wäre eigentlich mein Ziel gerade. Okay, hier haben wir noch ein bisschen Salz. Salz ist gut. Hier haben wir noch ein bisschen Kupfer. Perfekt. Beschwere mich nicht. Jetzt. Ah, was ich noch bräuchte, aber das ist eher so nebenbei. Ah, hier haben wir auch noch Kupfer. Wären diese supergeilen Schuhe, mit denen ich einfach eine Stufe höher laufen kann. Ich muss gucken, wie ich die mache. Ah, ja, jetzt kann ich hier. Oh, wir hungern. Ist nicht gut. Hungern ist nicht gut. Zum Glück haben wir ein paar Burger dabei. Aha. Hä? Was haben wir denn noch mit abgemacht, dass hier alles runterfällt? So, wir haben hier Strawberries. Die könnten wir theoretisch auch nochmal mitnehmen. Was machst du gerade? Ich habe schon wieder so viele Himmelssetzlinge. Die Himmelssetzlinge sind eigentlich ganz cool, weil, wie gesagt, dann kommen diese ganz großen Bäume raus. Aber um die zu transportieren, brauchst du so viel Zeug, so viel Platz, so viel Zeug an Platz. Und das will ich mir nicht antun. Also, wir haben halt schon das ganze Haus hier gebaut, nur aus einem von diesen großen Bäumen, inklusive hier unten. Was haben wir noch geholt? Ich glaube, einige Schubfächer oder so haben wir. Wir haben ziemlich viel daraus gemacht. Und ich will das nicht nochmal. Warum ordne ich das meiste oben nicht ein? It's not smart. Wir könnten die einordnen. Ich glaube, davon haben wir noch was. Salyxholz, Marmor, Rhyolith, Salyx. Außer das Kupfererz. Das können wir reinwerfen, das können wir reinwerfen, das können wir reinwerfen, das können wir reinwerfen. Der große Vorteil an so einer Chest, die alles einordnet. Und was brauchen wir noch? Genau, Kupfererz hier rein.
Und die Kollegen von der Volksarmee kommen daran. Haben wir noch was, was wir runterschicken können? Nein. Doch, Eisen könnten wir noch runterschicken. Dann haben wir auch noch Eisen unten. Zack. So, dann haben wir das. Ich bin mir nicht sicher. Ich stelle mir die Frage, wenn ich hier einen zweiten Motor mache, ob der nicht schneller absaugend wird. Ich möchte das probieren. Aus einem Redstone-Motor. Dafür brauche ich wieder einen Kolben, Glas und ein paar bisschen Zeug da. Kolben habe ich hier nicht, Kolben habe ich aber hier. Brauche ich da ein Glas, ne? Drei Holz, eins, zwei, drei. Und was war das letzte? Genau, diese Holzzahnräder. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Na? Eins, zwei. Ups, jetzt habe ich eins zu viel genommen. Ich glaube, das sollte reichen für den Motor, ne? Und wir bräuchten ein Hebelchen. Moment. Mache ich einmal davon, einmal davon. We do this and this and this. Entschuldigung. Sorry for hosting up. Bin noch ein bisschen erkältet. Ist halt so. Ich glaube, ich habe so gebrochen, ne? Ja. Ach so, den habe ich geradewegs drunter. Dann baue ich diesen Motor hinten dran. So. So. Schalte ihn an. Und hoffe, dass es geht. Ich hoffe so hart. Wir werden es ja gleich sehen. Ja, ich brauche wahrscheinlich dann diese Item-Conduits. Item-Leitungen heißen die hier, glaube ich. Nee, doch, doch, der ist schneller. Der macht man auch mal zwei hintereinander. Okay, weil ich will nicht warten, bis das hier in 3 Stunden fertig ist. Das geht gar nicht. Ich dachte, ich bekomme meinen Anruf. Ich warte auf einen wichtigen Anruf. Die Kupferbarren bringe ich mal nach unten. Ich glaube, dafür haben wir noch keinen Platz. Kupferbarren könnte ich hier haben. Ah, ich habe noch Kupferbarren. Sehr gut. Habe ich jetzt 19 von. Brauchen wir auch für später. So, ich könnte, weil wir so unglaublich viel Marmor haben, könnte ich langsam anfangen auszubauen. Also ich könnte jetzt erstmal die Wände hier zumachen. Nein. Eins, zwei, drei. So. Hinten dran würde ich jetzt tatsächlich nichts mehr bauen, weil dann sitze ich bis morgen früh hier. So wie hier halt, ne? Und dann kommt das weg. Zwei, drei. Und das kommt dran. Hinten habe ich auch schon Marmor. Perfekt. Zwei, drei. Und Klopp. Jürgen Klopp. Was ich hier machen kann, ist jetzt. Habe ich. Glaube ich, mitgenommen. Ja, ich habe kaum was mitgenommen. Nämlich jetzt nicht. Da oben? Ne, Kreide. Der Marmor. Ich habe gar keinen Marmor hier. Ach komm. Ah, hier habe ich noch Eisenerz. Ja gut, dann wundere ich mich ja über nichts mehr. Dann platziere ich den dahin und den platziere ich jetzt hier hin. So. Jetzt kann kein Marmor. Alter Vater, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und da schießen gerade noch die Leitungen durch. Items durch, was ich sehr gut finde. Haben wir noch ein paar Kupferbarren, die können wir auch reinwerfen. Ah, jetzt kommt der Marmor erst runter. Ich verstehe.
Das kann jetzt sich jetzt noch um Stunden handeln. Können hier Zeug schon mal mitnehmen.